Alter, das ist doch nicht normal. Hier ist noch ein Flashlight drin. Ein Military Flashlight. Zwei M4A1 und ein Patrol Pack. Jetzt ist er wieder runtergefallen, der Typ. Ich schub mal die 5 Blood Packs auch hier rein. Also 4. Die Bandagen sind auch drin. Sind jede Menge Zombies. Ja, wir kommen jetzt. Okay, jetzt sofort, Moment. Ich muss hier noch ein paar Bandagen reintun. Ich habe 6 Bandagen am Start, Alter. 4 reichen auf jeden Fall. Der Dennis braucht immer so ein bisschen beim Ein- und Auslaufen. Ja, ich. Nee, ist ja keine. Ist ja nur. Das siehst du als positive Kritik. War jetzt nicht böse gemeint, war einfach nur so eine Anmerkung. Bist du da drin? Ja, ne? Ja, ja, ich bin da drin. Helicrash, ja. Genau. Da. Oder warte, warte. Jetzt angelockt und dann wären wir hoch zum Heli gegangen, hätten wir da in Ruhe abgeschossen. Ja, eigentlich kann man auch von hier oben was verschießen, oder? Ja gut, sind halt ein paar, ne? Darf man nicht so eine Ahnung. Ja, ich steig jetzt hier aus. Lassen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es wird dunkel. Ich auch. Das habe ich schon die ganze Zeit das Gefühl auf dem Server. Aber es kann aber auch sein, weil hier so ein. Jungs, hier so Feuerlinie bilden. Warte kurz, warte. Ich stehe rechts von euch. Ja, ich bin da. Okay. Go. Ich sehe keine Zombies, wo sind die denn? Ich bin nach dem Heli gerade. Ah, da, ich sehe. Ja, ich sehe. Ich sehe sie. Warte, ich könnte sogar durch den Heli durchschießen. Bad. Pass auf, ich gehe hinter euch lang und jetzt nach links. Geh ein bisschen nach vorn. Also ich, wenn ich, ja, ich von links ich auf einmal ins Sicht fällt. Da kommen sie, da kommen sie. Ganz hin. Hab dann? Ja. Ja, okay. Ran da. Ran okay. An den Speck. Schön langsam. Ich geb mal Deckung hier runter. Ja, geh du mal. Bin rechts. Ja. Aber ich geh nach rechts. Alles da klar. Ist ein großes Paket. Hier ist ein großes Paket. Auf jeden Fall looten. Was ist hier noch? G17 Magazin. Hier ist ein G17. Pack das einfach mal ein, ja? Dann kannst du es dir nachher rausnehmen. Bandits. 2 Stück, aber kann ich nicht mehr aufnehmen. Ich hab hier. Ich kann noch, ich kann noch. Gut, soll ich mal mein Auto hier runterfahren? Ne, das runter nachher noch weg, da habe ich keinen Bock drauf. Ah, noch eine Bandage habe ich gefunden. Ja. Mach mal das Paket hier auf. Hier 17, 2 Bandits liegt hier noch, alles mitnehmen. Noch rumliegen. Boah, Alter, wie viel hier drin ist, Alter. Ich muss jetzt meinen Rucksack wieder aufmachen. M9 Magazin. 5 Bloodbags schon wieder, nice. Boah, also ich bring meine Waffe weg und dann... Was? Also ja, mein Rucksack ist gleich wieder voll. FN Magazine 2 Stück. Ja, ich bring meine Waffe weg, dann kann ruhig das G17 mal hoch. Ach, wir haben doch die Autos hier. Ja, ja, warte, ich versuch mal runterzufahren. Fahr mal eins runter. Ja. Boah, hier ist richtig krass. Ja. Ich hab schon voll viel da rausgenommen, ich kann nur nichts mehr tragen. Die Zombies noch irgendwas dabei? Ja, der eine hat da hinten noch ein G17 Magazin. Vorsicht, ich komme. Du bist hier links irgendwo, ne? Ja, da bist du. Ja, komm mal hier an. Ja, oder? Ja, warte, nee, bleib da stehen, ist okay. Aber der rutscht. Ich muss nochmal einsteigen. Ich muss den irgendwo anders hinsetzen. Ja, oder bleib einfach drin. Wenn du drin bleibst, dann. Nee. Doch, da rutscht auch, wenn ich drin bleibe. Pass auf, geh da weg. Ja, lass ihn halt rutschen. Ist doch egal. Du bist ja drin. Ah, jetzt steht er. Hab dir die G17 genommen? Nee, ich nehm die jetzt. Habt ihr die genommen? Das war nur ein Magazin. Das ist aber jetzt in der Kiste? Ja, das ist jetzt im Auto drin. Ach so, das war nur ein Magazin? Ja. Ja, das waren 2 Magazine. Ach so, ich dachte, das wäre. Ja gut, dann kann ich meinen MG ja wieder nehmen. Also sollen wir diesen Epi-Pens und alles, sollen wir das alles mitnehmen? Da brauchen wir eigentlich nicht so viel, oder?
Ja, egal, was wir haben, haben wir. Das war da jetzt eh ins Lager. Weapon, was war Weapon M5 48 Mod? Achso, das ist mein eigener. Ah, ich bin immer so ein Idiot. Ich mach die Bandits hier mit. Ich hab die in den Jeep. Mit dem Jeep fahr ich dann ins Lager. Alles klar, dann fliege ich mit dem Dennis mit dem Hubschrauber ins Lager. Jupp. Wir sind jetzt noch 5 Epipens drin. Wo? Oh, in dem. Ja, in dem Paket da. Tag Epipen. Hier. Hat noch jemand einen Platz frei? Eins ist noch drin. Ich hab. Ja, ich hab noch Platz ohne Ende im Rucksack. Ich hab noch ziemlich viele Plätze frei. So, fährst du mit dem Jeep? Ja. Dann gehen ich und Dennis jetzt mal hier hoch zum Hubschrauber. Jupp. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ach, beziehungsweise, wir lassen uns dann erstmal nochmal mit dem Airstrip vorbeifliegen und gucken, ob da noch was ist, ne Dennis? Ja genau, fliegt hier. Musst du jetzt nochmal ran an den Jeep? Was? Muss mir noch was an den Jeep hier machen, ansonsten war ich los. Kannst ruhig losfahren. Dennis, wo bist du im Jeep drin? Ja, ich, nee, noch nicht, aber... Nee, du sollst doch nicht in den Jeep, du sollst in den Heli. Naja, ich bin unterwegs. Weil wenn wir noch was Cooles finden, dann bin ich alleine und kann nichts machen. Vor allen Dingen, wo ist jetzt gerade der Heli hin? Da hinten, oh, ich wollte schon sagen. Da hinten steht noch ein Quad. Und hier ist ein Tier, das erschieße ich jetzt direkt erstmal. Zwei Schafe. Bei mir leckt das immerhin wieder mal. Irgendwie steht die Sonne voll tief jetzt auf dem Server. Ja, ja. Ja. Ein kannst du, hast du ein Jagdmesser, Dennis? Ich bin gestorben gestern. Was passiert eigentlich, wenn man rohes Fleisch isst? Geht das? Ja, dann kannst du aber dich infizieren dann. Kannst? Also die Chance besteht oder auf jeden Fall? Ja, die Chance besteht. Ich bin unterwegs im Heli. Ja, passiert. Ich merke schon. Ich bin schon unterwegs. Ich bin übrigens wieder da, ne? Alles klar, ja, haben wir gemerkt. Bist du gerade rausgefallen? Ne, ich bin drin. Bei mir bist du gerade rausgefallen? Ne, ich bin drin. Na gut. Ich bin ab dem Platz gewechselt auf die andere Seite, weil ich dachte, ich könnte vielleicht drinnen sitzen, aber geht nicht. Ja, dann mach das nicht nochmal, weil du bist bei mir gerade einfach mal so rausgefallen. Das ist. Siehst du hier irgendwas? Ja. Ja, wir gehen jetzt erstmal in den Tower da rein. Alles klar. Aber lande genau hier, das ist gut. Nicht zu nah an den Hangars, damit wir Zombies nicht so sehr anlocken. Einfach hier landen, Peter. Nicht zu nah an den Gebäuden, sonst locken wir automatisch die Zombies an. Tower first. Man hat ein bisschen den Nidelberg beschädigt, kann das sein? Ne, eigentlich nicht. Aber vorhin waren da noch nicht so viele gelb. Zwei Scheiben gelb, eine Hülle 90%, Engine 90%, Avionics 20%. Hier liegt eine Schrotflinte. Dennis, geh mal in den Hubschrauber und leg deine Waffe weg. H-Rotor, H-Rotor. Ne, ich kann die auch in mein Dings tun, in meinen Rucksack. Okay, und wir haben hier ein Fernglas. Magazine fürs MG. Fernglas, das will ich haben. Ich und eine Map. Fernglas. Und eine Map. Das Fernglas habe ich gerade schon eingesteckt. Warte. Achso, du hast kein Fernglas? Nee. Du das, natürlich. Achso. Gehen wir erst runter. Schrotflinte ist bei mir im Rucksack. Auto ist Dennis, brauchst du Schrotflinten-Munition? Ich habe welche im Heli hier. Ja, und ich habe da oben. Hast du noch Platz? Bisschen habe ich noch, ja, warum? Wer ist gerade down? Was bist du? Vor einem imaginären Zaun bin ich gefahren.
Aber das Auto ist noch in Ordnung, oder was? Nein. Ist kaputt? Ja. Das heißt, wir müssen dich jetzt abholen kommen. Nee, das sind jetzt noch 1,4 Kilometer. Ja, dann kommen wir dich trotzdem abholen, ist doch egal. Auf dem 3 Meter da. Solange sind dann eben nicht 3 Meter. Ich weiß nicht, was daran kaputt ist, Sascha, guck mal bitte. Was brauchen wir Rauchgranaten, ja, ne? Das ist halt klar, müsst ihr mich abholen. Da ist ja die Scheiße von dem Loot eben noch drin. Ah ja. Ja, alles klar, dann kommen wir jetzt gleich. Ja. Wir müssen nur kurz hier sind noch den Tower ausräumen. 240er. Ja, ich geh's hoch, da kommt gerade ein Zombie. Den muss ich kurz erschießen, der klettert die Leiter hoch. Ja, lass den, ich bin hier oben safe. Ey, die Sonne geht ja unter. Ja. Naja. Deshalb, aber wir haben ja unsere Flashlights. Okay, ich bin gerade völlig verwirrt. Ich dachte, das geht auf diesem Server nicht. Anscheinend schon. Da steht doch der weiße Karren. Fahr die mal hierher. Ich sehe euch ja hier. Nee, wir kommen euch einfach abholen. Wie du siehst uns. Nee, der muss doch umpacken. Wir sind schon am Heli. Mann. Wo bist du? Ich bin hier oben bei euch. Ach so, krass, aber da laufen bloß sicher. Mach dir mal eine Markierung, ich hoffe, er checkt das nicht sonst. Ja, doch. Du bist da hinten am Tower? Ja. Hinter dem Tower da, an dem kleinen Gebäude. Muss aber aufpassen, dass ich dich nicht aus dem Haufen schieße. Jetzt lassen wir einfach den weißen Karren hier, dann können wir umladen und dann nehmen wir den weißen mit. Ja. Ich bin wieder am Heli. Die beiden Magazine. Ja, ich nehme jetzt die beiden Magazine noch. Du blutest? Nee, ich loote. Okay. Hier ist eine Axt. Schön. Kann ich direkt einpacken. Hast du eine Map, Dennis? Ja, ne? Ja. Hab ich doch immer standardmäßig. Alles klar. Ja, meine Map liegt im Oral. Ja, willst du meine Map haben? Nee, ich hab eine Map gefunden. Aus dem Oral hol ich mir die. Okay. Komm, Jake, Heli. Frank and Beans. Ja? Heli, ja. Schnell zu unserem Heli. Kommt von Norden. Und schnell in unseren Heli rein. Kein Bock auf Stress hier. Nee, das ist der Flo. Flo, bist du das? Na, also, wer sonst? Ah, du Wichser, ey. Ich hab grad schon richtig Schiss gehabt, dass hier irgendjemand wieder kommt und. Ah, Schiss, brauchen wir schon keinen Abend. Nee, aber ich hab dann immer so. Ah, was ist das denn? Der Server scheint ziemlich sozial zu sein, ne? Ja, eigentlich schon. Ist der auch. Wir haben hier einen Ronk, der uns ständig hilft und sich nicht beschwert, wenn wir ihn töten oder wenn wir irgendwie. Ja. Diese also. Zwei Round Pellets, die sind gar nicht für die Schrotflinte, kann das sein? Das kann sein, dass die für die AA-12 sind. Weil für die. Sind das 20 Schuss Magazine? Nee, das sind Slugs und Pellets und für die M1014 das sind nochmal extra Pellets. M1014 Pellets anscheinend. Ich hab nämlich extra eben gesammelt. Zwei RND Pellets heißen die und nochmal zwei RND Slug. Ich komme mir nicht drauf klar auf diese ganze Munition, Alter. Du hast mein Rucksack jetzt wieder leer oder? Ah, ich hab drei Painkillers. Stepp ich mir rum. Ne? Wir brauchen ganz dringend jetzt, wie heißt es hier? Derrickens. Bist du jetzt gerade im Jeep, Flo, Sascha? Ja, ich stehe bei dem Jeep, ja. Achso, füllst du den jetzt um oder was? Nee, wieso kann er mich hier angreifen? Dann könnt ihr mir doch hierher fahren. Ich werde das dazu drin. Ja. Achso, ja. Dennis, machst du das? Ich suche gerade meine Smoke Grenade. Ah, da ist er. Hier fliegen schon Sachen raus. Das war hin ich, der das dahin getan hat. Warum hast du da hingeworfen? Oh, nee, hab ich gar nicht. Das ist schon so voll? Tatsache, der ist voll. Aber es sind eh nur Painkillers, die ich da hingeschmissen habe. Ja, dann packen wir die jetzt zum Flo in den Hubschrauber. Ja, aber wir haben so viele, die brauchen wir nicht. Sascha, wo bist du? Kannst du mal einen Mark auf dem Map machen, Alter? Ich bin hinten am Ende der Landebahn, bei dem Häuschen. Okay. Da, wo es ballert. Dann suche ich jetzt mal Ja, aber mit dem Auto, ne? Wo ist das denn? Ach, hier, ich hab den, diesen Jeep da jetzt. Dann fahr du zu ihm. Genau. Ja, genau. Halt die Landebahn durch. Wieso kann der an den Heli dran? Will er mich verarschen? Oh, na, danke. Ich hab grad einen roten Ping. Ja, es wäre gut, dass ich dich gerettet hab. Ja, Painkillers.
noch irgendwas im Gras, was liegt da? Da sind wir mal beim Umladen, Flo, von dem Jeep. Ja, es gibt so eine 1866er, ne? Was das denn? Ah, du bist nur fest. Slugs. Sascha, geh mal weg von dem. Geh mal weg von dem. Ich hab zwei, ja. Das, da steht 2 RND Punkt. Der ist nicht kaputt, ja, den hast du irgendwas mit verpackt, genau. Ja. Nein, der ist kaputt. Meinst du? Ja. Also, er fährt nicht. Versuch's jetzt mal, steig mal ein. Die Engine ist rot, Flo. Ja? Hier, ich geb Vollgas. Dennis, wo bist du jetzt? Ich bin in den Hangars drin, guck was da ist. Hätte ja sein können. Es wird nur noch rückwärts, aber nicht mehr vorwärts, nur noch im Kreis hier. Tatsache, die Sonne geht unter, das ist ja richtig krass. Kann es sein, dass sie wieder aufgeht? Gerade weil die Sonne im Sprung gemacht. Nein, das kann nicht sein, weil nämlich der Server in Franz... Ah ne, das war ein Englisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Französischer ist. Nee, nee, das glaube ich kann, aber was das ist, ja. Von den Hangars ist wie immer nix. Also wenn es ein europäischer Server ist, dann dürfte die Sonne relativ zeitgleich mit unserer untergehen, das heißt... Ja, fliegen wir schon mal zurück zum Lager und laden die Sachen aus. Unterwegs zum Heli. Dann lassen wir hier den Heli vom Flo erstmal stehen. Jo. Hoffentlich kommt jetzt keiner und reißt. Oder sollen wir noch kurz warten, bis du zurück bist, damit den sich keiner unter den Nagel reißt? Weil fliegt ihr noch einfach kurz hier ums Eck rum, ja. Wo bist denn du? Hast du eine Markierung gesetzt? Wo bist denn du? Sind da hinten, Alter. Ja. Ist das nicht? Ja, ich bin am Fischer am Helfen am Umladen, ja. Weil er ja schon einen Fehler gemacht hat, ja. Mach mir doch einfach eine Markierung auf der Karte, dann muss ich hier. Nicht. Danke. Ah, okay. Wir sind ja nicht lange weg. Wir sind ja nicht lange weg, also von daher. Ja. Dieses extra reinzoomen, das ist einfach so wertvoll, Alter. Ich könnte euch von hier hinten, von dem Heli, könnte ich euch jetzt Headshots geben. Ich kann in den Heli nicht mehr einsteigen. Warum? Ah, jetzt bin ich drin. War gerade ein Bug. Ich war ganz weit weg von dir, damit du keinen Absturz machst, wenn ich dann drauf gehe. Okay, das ist ja umgeladen, das ist noch eine Knarre drin. Eine Knippe. Achso, dann brauche ich ja, kann ich ja nicht. Dann komme ich dich kurz abholen. Ey, bleib stehen, fahr mich zurück, ey. Fahr mich zurück. Ich hab keine gefunden. Du holst doch ab, oder? Ja, was denn jetzt? Abholen oder nicht? Ja, ich laufe da jetzt hin, deshalb fährt nicht mit dem umgeladen. Ich laufe zurück und dann fliege ich zurück zur Base. Ja. Den nennen sie Ronkartenschrotflinte. Dann nimm du den Little Bird, dann nehme ich den überhaupt. Vorsichtig. Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Flashlight und einer Military Flashlight? Okay, ich bin gerade verrückt. Du müsst das der Team Schrott gut fährt hier mit deinem komischen Joystick-Lader. Nein, das war alles in Ordnung. Bitte auf, nichts. Alter, ich hab da Angst vor euch. Ich flieg da bestimmt auf den Flo mit. Wieso steigst du nicht ein? Ach, schwer ist jetzt mit dem Großen? Okay. Ja, wer muss ja den Großen noch wegfliegen? Also. Ja, alles klar. Ich dachte, ich verwirr dich ab. Aber egal. Er fliegt ja voll zuckelt davon durch die Gegend mit dem anderen da. Ich finde den Lilbert sowieso voll komisch, der lässt sich irgendwie voll komisch steuern. Der ist so wackelig. Ich bin gerade aus Versehen auf meine linke Maustaste gekommen. Zum Glück habe ich weder auf Flo noch auf den Minibird gezielt. Ich lande aber nicht da, wo die beiden kaputt stehen, Schrauber, sondern lande, wo wir... Nee, ich so, lande da am Meer fast. Ich bin im Heli. Geh mal kurz Pipi machen, wo wir jetzt gerade am Fliegen sind.
Wer möchte denn freiwillig einen Quotenboten spielen? Oh, da habe ich jetzt nicht so ganz viel Interesse dran. Weil du sagst, wir sind da, aber ihr habt die Chance, dass man dabei drauf geht bei der Nummer. Ja, dann spiele ich Kamikaze. Dann pack dein Kram in die Ural, das war. Ja, also wie viel Platz ist denn da überhaupt noch? Das ist auch alles voll, oder? Kann ich nicht sagen, ja. Ich bitte noch einfach am besten will. Ja, guck halt mal rein. Bin ich gerade am Hubschrauber fliegen, hä? So. Mal wieder da. Wir brauchen übrigens einen neuen Ural, ne? Das habe ich mir schon was gedacht. Ja, also. Dann fliegt gleich mal jemand mit mir zum Airshop, dann fahre ich wieder ein Ural hier hin. Wieso brauchen wir denn Ural? Wo haben wir nochmal jetzt eben den Ural gefunden? Ja, weil der eine fast voll ist. Ja, so im großen Airfield, da gibt es meistens welche. Ja, da waren auch schon nochmal ein paar rum, vorhin, ne? Ja, fliegt dann kurz jemand mit mir zum Airfield? Erstmal jagen wir jetzt die beiden alten. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die, also meine Clips noch da reinkriegen, das weiß ich nicht. Das sind 15 Plätze noch. Ich hab glaube ich mehr wie 15 Plätze. Sonst legst du noch was in den Hubschrauber hier. Und in das Auto kannst du ja noch was machen. Ja, das Auto wollen wir ja in die Luft jagen. Ja. Ach so, ja, stimmt. Und das Auto ist auch noch voll, das muss auch noch irgendwo rein. Ich glaube, wir müssen mal kurz den Ural holen fahren. Ja. Da komm mal mit zu mir zum Hubschrauber. Ja, wo bist du? Ich stehe auf der ganz anderen Seite. Wo bist du gelandet? Warte, ich komm zu dir. Oh, achso, da hinten, wo die Staubwolke ist, ne? Ja, ich seh's. Boah, bist du weit weggelandet. Ja, ich wollte ja Dinger hochjagen, Alter. Ja, dann fliege ich den Little Bird ja auch nochmal kurz weg, oder nicht? Ja, cool. Ja, obwohl, der steht eigentlich weit genug weg, der steht richtig weit weg. Der steht am Ufer. Naja, für den Russen ist schon ziemlich nah. Ich fliege den Little Bird mal lieber weg. Ja, aber. Sicher. Die, ich glaube, bis jetzt sind die meisten Hubschrauber bei mir, ich flieg dir mal kurz weg drauf gegangen. Ja, ja. Irgendwie schon. Stimmt halt. Oh, ich habe einen Rucksack gefunden. Geburtstag? Ein Rucksack. Das ist schon der dritte heute, was geht? Oh, und eine Trinkflasche habe ich gefunden. Ja, wer ist denn noch hier im Hubschrauber drin? Dein Kumpel. Dennis, du bist im Hubschrauber noch? Nee. Das war doch mit bei uns drin, aber da kommt ein anderer Heli. Was? Da fliegt ein anderer Heli noch. Das ist der Sven, oder nicht? Nee, ich bin doch in... Der Sascha. Okay. Oh, hat man diese Namen. Ich bin mal kurz, solange wir fliegen, AFK. Sofort wieder da. Jo. Das Video sieht ja auch ohne mich gut aus. Und wir kommen beim nächsten Teil von Wir klauen uns ein Auto. Nein, und? Beim nächsten Teil von Wir zerstören unseren Hubschrauber. Ja, wir töten zwei Hubschrauber. Der nächste Teil von Wir sterben durch Max. Nein. Wir sterben wir wirklich ist schon durch Max. Ja. Jetzt wo der Flo fliegt, bin ich mich irgendwie sicher. Mach. Das geht bei dir, Sven? Dennis, kannst du mal irgendwo... Ja, ich bin halt immer noch in der Stadt da. Ja, ein bisschen mehr links, Flo. Er hat schon einen Waypoint gesetzt. Noch ein bisschen? Ja, so ist gut. Jetzt fliegst du genau drauf zu. Ich plane gerade irgendwie mehr oder weniger mein Ableben, stelle ich gerade fest. Brauchst du Hilfe? Nein, geht noch. Ich wollte eigentlich. Meine Munition wird nur so langsam alle. Schmeiß mit Konservendosen. Ja, genau, hast du eben rausgefunden. Ja. Ich esse gerade so geile Fleischpeitschen. Kennt ihr die? Boah, ja, die sind cool aus dem Edeka. Hey, auf dem Rewe, ne? Ja, ja. Von Wilhelm Brandenburg. Ja, genau. Boah, die sind so geil, Mann.
verlangt. Ja. Eispeitsche, das ist auch ein geiler Name. Ich bin eine Hose, ja. Ey. Ist so. Das wollte man gar nicht so genau wissen. Wieso kann die Gürsen nicht rein? Aber ich finde, wir sollten irgendwann auch mal dieses Castle looten. Das spawnt manchmal auch geile Sachen. Das spawnt überall das gleiche, glaub mal. Ja, im Endeffekt schon. Aber. Also auch kein Gehör wahrscheinlich. Zwei Oral-Folgen-Salatien im Wald. Gibt's tatsächlich Brunnen, wo kein Wasser drin ist? Nein, eigentlich nicht. Jedenfalls meine Feldflasche nicht aufgenommen. Ah, liegt vielleicht da, dass man. Ist sie denn voll oder ist sie leer? Noch voll. Die ist wirklich leer, ne? Ja, die ist voll. Ja. Schön. Nee, die ist voll. Ja, dann trink doch was und dann machst du wieder voll. Ja, stimmt. Hier so mache ich das immer, wenn ich sehe, dass du ihn sogar kennst. Was? Seid ihr gerade? Seid ihr gerade? Gerade auf dem Weg zum großen Airfield. Alter, das ist auch gut. So, ich bin wieder da nach gefühlten zwei Stunden und wir sind immer noch am Fliegen. Seid gleich da. Wo ist der nächste Ural? Seid ihr schon auf Loch unten gefahren? Ich jetzt zum Airfield. Junge, das Ding geht ab. Ja, wie ein Zäpfchen, ne? Ja. Und wir sind da. Ja, wo ist der Ural? Wo ist mein Ural? Aber da steht doch einer. Das ist alles kaputt, ne? Das ist ein Gelber, ja. Warte mal, hier halten erstmal. Warte mal, guck mal, ob der heile. Mhm. Oder einigermaßen heile. Der braucht ja nur einigermaßen heile. So, dann gehe ich jetzt mal meine 2,5 Kilometer. Ey, Reifen kaputt, kannst weiterfliegen. Ja, flieg. Flieg nicht ohne mich, warte. Hast du geguckt, ob da was drin ist? Ja, das machen wir gleich noch, oder? Wir holen jetzt erstmal den Ural. Ja, ich würde sagen, bevor du damit mit dem losfahren. Ural wegfährst, packen wir auch das Zeug aus dem Heli erstmal in den Ural rein. Ja. Damit, falls es einen Heli-Crash gibt, das Zeug auf jeden Fall safe ist. Obwohl wir eigentlich nie Heli-Crash machen, das wäre zumindest das erste Mal. Ich hab, glaube ich, einen Heli crashed. Ich hab einen Heli gecrashed. Ja. Hier steht schon mal der hässliche blaue Bus. Hier steht ein Ural. Rechts, 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 rechts. Tatsache. Da sehen alle Reifen noch ganz aus. Das ist schon ein gutes Zeichen. Ja, ich meine nicht. Das steht ein bisschen schief, oder? Nee, nee, das ist in Ordnung. Da steht auch ein Jeep, ein Armee-Jeep. Aber da ist. Da ist ein Spieler, da sind zwei Spieler, da sind zwei Spieler. Wo? Im Jeep? Ich der? Moral? Ja. Das ist der Terra, der Ronk. Ja, das ist Ronk, das ist ein Ronk. Der Typ ist echt überall, ne, wo es was zu looten gibt. Ja. Frag mal, ob er den Ural rausfliegt, wenn er noch heil ist. Oder den Jeep, eins von beiden. Da können wir auch Sachen reinpacken in den Jeep. Ja, dann können wir den haben, ne? Oder schieß was. Ja, ich war das. Ich hab den Zombie gekillt. Gut. Ist da was drin? Ich guck, warte, guck du mal nach, ich lag schon mal ein. Ja, da ist ein Bloodpack drin, ein Morphin-Autoinjektor und ein G36C. Willst du das haben? Nice, ja, auf jeden Fall. Und ein Binocular, die nehme ich mir, ja? Ja. Ein Military Flashlight, die würde ich auch gern haben. Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Flashlight und Military Flashlight? Ah, die halten euch länger einfach. Nee, das Licht ist rot. Vorsicht! Okay, fast voller Benzintank. Du blutest, Peter. Ich? Ja. Nein, ich blute doch, nicht. Doch, du blutest.
Nein, ich blute nicht, du blutest. Du blutest, ich seh's doch, Mann. Ich blute nicht. Alter, ich bin doch hier im LKW drin und ich blute nicht. Aber wer ist das denn? Hier? Ja, weiß ich doch nicht, aber doch nicht ich. Warum? So. Ich sehe doch mein Symbol hier unten. Also ich fahre jetzt zum Lager, ne? Du kannst ja mit dem... Ja. Nicht mit dem Ron kommen. Wo ist denn hier? Da oben. Dennis? Ja? Guck schon nochmal kurz in die beiden Lagerhallen rein, kurz. Ja, muss man von Philipp rüberfahren. Achso, wir wollten den Hubschrauber erstmal umladen, ne? Können wir auch den noch machen. Mir egal. Dann fahr ich jetzt einfach. Ja, fahr mal los. Du hast eh einen längeren Weg. Ja. Ich komm.